Hallo Menschen, heute möchte ich euch ein paar Gedichtbände vorstellen. Allerdings vor allem für diejenigen von euch, die bisher nicht so wirklich wussten, wo sie mit Lyrik anfangen sollten, aber es schon immer eigentlich wollten. Das heißt, ich habe mir etwas ausgesucht, was schon einen guten Zugang bietet, vielleicht nicht so schwierig zu verstehen ist, wo die Leute klar sagen, was Sache ist. Und insofern ist es vielleicht nichts für Leute, die sowieso jeden Monat mehrere Lyrikbände lesen, denn es sind sowieso bekannte Namen, also die ersten, die ich euch zeige. Und jetzt nichts, was einen vielleicht, wenn man schon 5 Jahre Lyrik liest, total nochmal vielleicht herausfordert. Aber es sind alles wirklich empfehlenswerte Dichterinnen, bis auf einen Dichter. Und die möchte ich euch zeigen. Es geht los mit diesen 4 Ausgaben. Die zeige ich euch zusammen, denn das sind alles Leute, die ich von Tumblr her kenne. Das heißt, ihr müsstet euch nicht mal die Bücher kaufen. Ihr könnt erstmal auf ihren Blogs herumschauen, ob das was für euch wäre. Ich werde euch natürlich immer alles verlinken, die Bücher oder die Links zu den Tumblern. Und als Beispiel möchte ich euch hier nochmal 2 vorlesen. Das erste ist von einer jungen österreichischen Lyrikerin, die unter dem Pseudonym Minusgold schreibt. Und mit dem Hinweis, dass dieses Buch schon 3 Jahre alt ist, das heißt, sie hat sich definitiv auch noch weiterentwickelt und trotzdem finde ich natürlich auch das, was ich euch jetzt vorlese, schon sehr gut, kann aber auch schon sagen, dass sie sogar noch besser geworden ist. Der Titel des Gedichtes ist Englisch, Smiling and Crying, Apologizing, aber das Gedicht selbst Deutsch. Ich trinke Benzin, während sich der Regen auf tote Tauben abbricht. In dieser Nacht fand sich die Ewigkeit in meinen Ohren und versetzte mein Trommelfell in Tränen. Richtig und falsch verliert seinen Sinn unter salzgetränkten Gewässern. Ich trinke Benzin und ich lüge mir die Augen schwarz, fülle den Bauchraum mit Rauch, fülle meine Lungen mit Abwasser. Das ist das Wortlose und das ist das Unumschreibbare. Das sind die Minuten, die ein Geheimnis in Diamant eingelassen bleiben. Das ist die brüchige Brücke zwischen wahrhaftigem Herzblut und Talent. Und du fragst mich, wo ich war. Ich war die bebende Unterlippe, mit gekrallten Fingern ums Eisengerüst. Ich stand in einem dunklen Raum und Scheinwerfer blendeten meine Träume. Und manchmal lässt die Dunkelheit nicht fürchten. Nein, sie legt sich um deinen Nacken und du schenkst ihr ein paar Tränen. Ja, du gibst ihr deine Narben und du hüllst dich in ein Wohlwollen. Manchmal tut die Dunkelheit nicht weh und sie ist genau richtig. In deinem Sein, da gibt es nichts zu schmerzen und da gibt es nichts zu schneiden. Und als weiteres Beispiel von Clementine von Radix auf Englisch etwas, nur ein Ausschnitt aus dem Gedicht, die letzten 2 Strophen. Das Ganze trägt den Titel Notes on the Face of Monsters und die letzten beiden Strophen lauten folgendermaßen. Once a man who was barely not a boy gave me pills until I could not speak. Then did what he did with my lack of language. I am afraid he crawled inside me and never really left my body. I picture him waiting. Crouched in my throat, for the moment I am most in love to reach his hand back out and strike again. Gerade bei ihr hat man auch immer ein paar feministische Untertöne. Die anderen sind sehr jung vielleicht. Ich habe das schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich mit 50 damit noch so viel anfangen kann, aber das heißt nicht, dass ich es jetzt nicht empfehlen würde. Es sind sehr gute, tiefe, oft traurige Gedichte, die sich halt mehr auf die Gefühle und vielleicht auch mal die negativen Seiten beziehen, aber nie depressiv werden, sondern oftmals mit so einem kleinen Hoffnungsschimmer am Ende oder dass man es halt überlebt hat, dass es weitergeht. Insofern alle 4 eine Empfehlung und verlinkt sind sie unten. Als zweites möchte ich euch Mascha Kaleko vorstellen. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Ich habe nie jemanden ihren Namen sagen hören. Von denen, die ich euch vorstelle, ist sie vermutlich die heiterste. Denn sie wird auch manchmal mit Ringelnatz und Kästner verglichen, aber ihr kennt mich, ich mag eher die düsteren Seiten, deswegen werde ich euch auch 2 Gedichte vorlesen, die jetzt nicht unglaublich fröhlich sind, aber für diejenigen unter euch, die vielleicht auch mal was Positiveres suchen, findet ihr hier auch auf jeden Fall etwas. Sie schreibt viel im festen Vers und mit einem Reimschema. Für manche ist das ja nichts. Ich bevorzuge auch eher den freien Vers, aber sie hat auch einiges geschrieben, was mich doch durchaus überzeugen konnte. Es kommt zuerst ein etwas kurzes, was das Leben im Exil behandelt. Das heißt, Heimweh, wonach? Wenn ich Heimweh sage, sage ich Traum. Denn die alte Heimat gibt es kaum. Wenn ich Heimweh sage, meine ich viel, was uns lange drückte im Exil. Fremde sind wir nun im Heimatort. Nur das Weh, es blieb. Das Heim ist fort. Und noch ein zweites, auch gereimt, in dieser Zeit heißt es. Wir haben keine andere Zeit als diese, die uns betrügt mit halb gefüllter Schale. Wir müssen trinken, denn zum zweiten Male füllt sie sich nicht. Vor unserem Paradiese droht schon das Schwert, für das wir auserlesen. Verlorener Söhne, landvertriebene Erben. Wir wurden alt, bevor wir jung gewesen. Und unser Leben ist ein noch nicht sterben.
Wir kamen einst mit Kindesgläubigkeit in ein vom Sturm verwüstetes Jahrhundert. Einst hofften wir, nun schweigt's in uns verwundert. Ihr aber könnt nur helfen dem, der schreit. Verstohlen träumten wir von Wald und Wiese und dem uns zugeworfenen Brocken Glück. Kein Morgen bringt das Heute uns zurück. Wir haben keine andere Zeit als diese. Wie gesagt, die Beispiele, die ich vorgelesen habe, sind auch eher traurig, aber es gibt ja auch einiges, was durchaus positive Töne anschlägt. Als drittes auch eine deutsch schreibende Dame, nämlich Ingeborg Bachmann. Hier findet man tatsächlich auch ganz schön viele Liebesgedichte, aber mal wieder möchte ich euch eher die negativeren vorlesen. Irgendwie kann ich aus denen am meisten nehmen. Und es geht los mit einem ihrer berühmtesten, vielleicht zumindest die ersten zwei Zeilen kennen sehr viele. Es heißt Bruderschaft. Alles ist Wundenschlagen und keiner hat keinem verziehen. Verletzt wie du und verletzend lebte ich auf dich hin. Die reine, die Geistberührung, um jede Berührung vermehrt, wir erfahren sie alternd, ins kälteste Schweigen gekehrt. Und am Ende nochmal ein etwas längeres, was dann auch nicht gereimt ist. Und man merkt, dass es aus ihrem Spätwerk ist, denn sie beschäftigt sich damit mit der Frage, ob das überhaupt alles etwas gebracht hat, ihr Schreiben, ihre Gedichte, wie sie sich ausdrücken kann, ob dann wirklich das vermittelt wird, was sie sagen möchte. Keine Delikatessen, heißt es. Nichts mehr gefällt mir. Soll ich eine Metapher ausstaffieren mit einer Mandelblüte, die Syntax kreuzigen auf einen Lichteffekt? Wer wird sich den Schädel zerbrechen über so überflüssige Dinge? Ich habe ein Einsehen gelernt mit den Worten, die da sind für die unterste Klasse. Hunger, Schande, Tränen und Finsternis. Mit dem ungereinigten Schluchzen, mit der Verzweiflung, und ich verzweifle noch vor Verzweiflung, über das viele Elend, den Krankenstand, die Lebenskosten, werde ich auskommen. Ich vernachlässige nicht die Schrift, sondern mich. Die anderen wissen sich, weiß Gott, mit den Worten zu helfen. Ich bin nicht mein Assistent. Soll ich einen Gedanken gefangen nehmen, abführen in eine erleuchtete Satzzelle? Aug und Ohr verköstigen, mit Worthaben erster Güte, erforschen die Libido eines Vokals, ermitteln die Liebhaberwerte unserer Konsonanten? Muss ich mit dem verhagelten Kopf, mit dem Schreibkrampf in dieser Hand, unter 300 nächtigem Druck einreißen das Papier, wegfegen die angezettelten Wortopern, vernichtend so, ich, du und er, sie, es, wir, ihr? Soll doch, sollen die anderen. Mein Teil, es soll verloren gehen. Wieder nicht besonders positiv, aber irgendetwas, was wirklich an mir rührt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich schreibe selber auch auf Tumblr, so hobbymäßig ein bisschen. Und immer Leute, die darüber nachdenken, was man eigentlich ausdrücken kann, das geht mir immer relativ nahe. Es gibt einfach Momente, wo ich mich auch frage, was ich hier schreibe, kommt es bei den anderen so an, wie ich das möchte? Ist da auch nur irgendwas Wahres drin oder ist es dann halt einfach nur so hinter Worten versteckt? Und deswegen von mir auch eine Empfehlung für diejenigen, die selbst schreiben. Genauso wie die nächste, die ich euch empfehlen möchte. Hilde Numin. Von ihr schwärmte ich, glaube ich, schon in meinem letzten Lesemonat und las auch ein kurzes Beispiel vor. Ich möchte euch aber heute nochmal zwei oder sogar drei andere vorstellen, denn sie war diejenige, die so in letzter Zeit mal wieder den größten Eindruck bei mir hinterlassen hat. Ganz, ganz tolle Gedichte, die viel über Vergangenheitsbewältigung und Erinnerung gehen, auch Familie, Gefühle, aber dabei meistens mit so einem gewissen düsteren Unterton. Und insofern kommen jetzt hier mal wieder zwei Beispiele. Das eine heißt Von uns. Man wird in späteren Zeiten von uns lesen. Nie wollte ich in späteren Zeiten das Mitleid der Schulkinder erwecken. Nie auf diese Art in einem Schulheft stehen. Wir, verurteilt zu wissen und nicht zu handeln. Unser Staub wird nie mehr Erde. Und dann noch ein zweites, was ich auch auf meinem Tumblr schon gepostet habe, weil es mich so beeindruckt hat. Das heißt Geburtstage. Sie ist tot. Heute ist ihr Geburtstag. Das ist der Tag, an dem sie, in diesem Dreieck zwischen den Beinen ihrer Mutter, herausgewürgt wurde. Sie, die mich herausgewürgt hat, zwischen ihren Beinen. Sie ist Asche. Immer denke ich an die Geburt eines Rehs, wie es die Beine auf den Boden setzte. Ich habe niemand ins Licht gezwängt, nur Worte. Worte drehen nicht den Kopf, sie stehen auf, sofort und gehen. Und was ich noch als letztes erwähnen möchte, nicht alles ist immer so unglaublich düster. Ich möchte euch eines vorstellen für diejenigen, die auch gerne Liebesgedichte lesen oder in dem Fall vielleicht sogar ein bisschen, naja, Erotik wäre vielleicht übertrieben, aber nur damit ihr wisst, dass so etwas auch hier vorkommt. Es heißt Harte fremde Hände. Harte fremde Hände sollen über mich fahren wie Pflüge und deine Wurzeln zerreißen. Ich will meinen Körper einreiben mit fremdem Schweiß wie mit einer beizenden Salbe, dass alle Poren vergessen, wie du riechst.
Haare ohne Namen sollen auf meiner Haut liegen, wie Tannennadeln auf dem Waldboden. Andere Lippen, die Augen küssen, die für dich weinen. Und meine Seele, die dich sucht, so natürlich wie abends ein Vogel über das Meer fliegt, verliert die Richtung und kommt nie wieder an Land. Das heißt, eine große Spannbreite, die wir hier finden, und meiner Meinung nach eine großartige Dichterin, die meistens auch im freien Vers schreibt, was ich sehr angenehm finde. Es wirkt alles wirklich natürlich, sehr fließend und man hat nicht so dieses typische Schulgedicht vor sich. Natürlich kann man das alles interpretieren, aber es wirkt meiner Meinung nach nicht so steif, wie man das vielleicht noch negativ in Erinnerung hat aus der Schulzeit. Die letzte, die ich euch heute vorstellen möchte, ist, glaube ich, diejenige, die schon vielleicht am schwierigsten zu verstehen ist, zumindest nicht ganz so deutlich schreibt. Vieles ist dann halt schon versteckt hinter Metaphern, Vergleichen, Bildern und so weiter und so fort. Und zwar handelt es sich dabei um Else Lasker Schüler. Hier zunächst ein kurzes Gedicht. Wie ihr euch denken könnt, sind die auch nicht besonders glücklich und positiv. Es heißt, so lange ist es her. Ich träume so fern dieser Erde, als ob ich gestorben wäre und nicht mehr verkörpert werde. Im Marmor deiner Gebärde erinnerte mein Leben sich näher, doch ich weiß die Wege nicht mehr. Nun hüllt die glitzernde Sphäre im Demantkleid mich schwer, ich aber greife ins Leere. Ich finde, sie hat großartige Bilder. Ich weiß nicht, manchen könnte es vielleicht schon zu viel und zu verschwurbelt sein, aber eigentlich ist es ja genau das, was ich mag. Ich habe es schon tausendmal erwähnt, mein Lieblingsdichter ist Paul Celan und der schreibt ja quasi das Gegenteil von deutlich und klar, aber genau das ist, was mir gefällt und vielleicht ist das hier dann schon so ein bisschen der Übergang zu Lyrik, die nicht mehr ganz so eindeutig ist wie die, die ich euch vorgestellt habe. Deswegen kommt jetzt noch ein letztes Gedicht. Es ist auch ein bisschen länger und das soll auch der Abschluss für heute sein. Ich weine, meine Träume fallen in die Welt. In meine Dunkelheit wagt sich kein Hirte. Meine Augen zeigen nicht den Weg wie die Sterne. Immer bettle ich vor deiner Seele, weißt du das? Wär ich doch blind, dächte dann, ich läg in deinem Leib. Alle Blüten täte ich zu deinem Blut. Ich bin vielreich, niemand wer kann mich pflücken oder meine Gaben tragen heim. Ich will dich ganz zart mich lehren, schon weißt du mich zu nennen. Sieh meine Farben, schwarz und Stern. Ich mag den kühlen Tag nicht, der hat ein Glasauge. Alles ist tot, nur du und ich nicht. Diese 5 bzw. eigentlich etwas mehr Empfehlungen kann ich euch mit auf den Weg geben für Leute, die mal beginnen wollen, in der Lyrik ein wenig zu stöbern. Ich finde sowas immer sehr, sehr angenehm zwischen den Romanen, auch gerade, um mal nicht alles so auf dem Silbertablett serviert zu bekommen und zu sagen, so ist es, dann passierte das, dann das und das, sondern dass Gefühle, dass Handlungen auch vielleicht etwas kunstvoller verpackt werden. Das finde ich immer sehr interessant, schön und angenehm. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Deswegen beende ich jetzt das Video. Ich bin immer offen für weitere Empfehlungen von euch. Wie gesagt, das sollte eher so ein Einstiegsvideo sein. Und falls ihr mir etwas anderes noch ans Herz legen könnt, dann bitte her damit. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.